Aber war ich jetzt echt überrascht, dass man hier direkt auf der Straße angesprochen wird, wie man über Glitz redet. Interessante Geschichte, einfach Leute auf der Straße anzusprechen und dadurch Werbespots zu produzieren. Ist natürlich schön kostensparend. Was meinst du, Bodo? Ja, trotzdem haben wir unsere Brillen bei Mr. Specs gekauft. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und heute geht es um ein weiteres Video zum Thema Aktien bewerten. Wir haben ja vor der Investmesse, auf der ich viele von euch getroffen habe, bereits die MDAX Challenge gestartet. Es ging darum, aus den 50 Unternehmen im MDAX einfach mal alle Geschäftsberichte kurz anzulesen, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie ist eigentlich der CEO dort drauf, worum geht es eigentlich bei dem MDAX, also bei dem jeweiligen Unternehmen, und dann einfach die 5 Unternehmen rauszusuchen, also im Endeffekt einfach mal 90% der Unternehmen fallen zu lassen und nur die 5 zu nehmen, wo man so ein Gefühl bekommt, hey, hier habe ich eigentlich so ein bisschen verstanden, worum es geht, was eigentlich diese Firma herstellt und so weiter und so fort. Viele von euch haben tatsächlich die Hausaufgabe gemacht, war ich sehr begeistert. Einige haben mich sogar angesprochen, haben mir die 5 Unternehmen vorgestellt. Wir haben ein bisschen darüber geredet, über das Geschäftsmodell und so weiter. War also sehr interessant. Und heute geht's weiter. Und zwar werden wir heute die 5 Unternehmen, die jeder von euch ausgewählt hat, und das mögen bei vielen Leuten einfach vollkommen unterschiedliche Unternehmen sein, ein bisschen mehr in die Materie einsteigen. Ja? Meine 5 Unternehmen möchte ich natürlich auch noch kurz vorstellen, die ich mir rausgesucht habe aus dem MDAX. Das ist hier an erster Stelle einmal die Areal Bank. Ja? Dann haben wir an zweiter Stelle, das ist jetzt nicht nach irgendwie Reihenfolge geordnet oder so, das ist einmal Ströer. Ja? Kennen jetzt vielleicht nach dem Wochenende einige Leute mehr als vorher. Die hatten ja diesen kleinen Angriff, kann man sagen. Dann hatten wir Fielmann, ja, deswegen auch das Intro, und zu Fielmann möchte ich gleich in diesem Video noch etwas mehr sagen. Und dann hatten wir noch als nächstes Zalando, ja, das Internet-Kaufhaus, auf dem mal die ganzen schreienden Frauen aus den Werbespots und so weiter kommen, das kennt ihr auch. Und dann habe ich mir ausgewählt noch CTS Eventen. Diese 5 Konzerne, von denen habe ich die Geschäftsberichte angelesen und dachte mir, hier haben wir ein Geschäftsmodell, welches man gut verstehen kann. Bevor wir jetzt aber noch mehr einsteigen in die Materie, möchte ich nochmal zum Prozess selbst etwas sagen. Und zwar, viele kennen ja wirklich jeden einzelnen Bundesliga-Fußballspieler und kennen aber fast keine Aktien. Wenn ich mir jetzt ein Bild machen will über die Landschaft im Aktienmarkt, also gucken will, welches Unternehmen ist potenziell interessant für mich, dann ist es ja umso besser, je mehr Unternehmen ich erstmal überhaupt kenne. Ist ja vollkommen logisch. Stell dir vor, du bist ein Chef und hast irgendwie 5 Bewerber für deinen Job und du brauchst unbedingt jemand für diesen Job. Wenn du jetzt aus 5 Personen auswählen musst, hast du natürlich eine kleine Möglichkeit nur. Wenn du jetzt aber auf einmal 10.000 Unternehmen Bewerber hast, könntest du die erstmal vorfiltern lassen durch deine Sekretärin und durch ganz viele andere Leute, ja, so ähnlich wie bei Suits der Serie, ja, und hast einfach ein viel größeres Auswahlkriterium und kannst du einfach aus 10.000 Leuten die besten raussuchen. Und genauso ist es bei Aktienunternehmen. Ja, ich kenne auch sogar eine Frau, die in Fußballer investiert, und bei der ist es natürlich genauso. Die muss natürlich genau richtig viel über jeden einzelnen Fußballer wissen, und dann weiß sie auch genau, okay, welche Talente haben am meisten Potenzial. Je mehr man also kennt, desto interessanter wird. Genauso war das damals bei Warren Buffett und ist jetzt immer noch. Er sagt, er guckt nach einer einzigen Idee pro Jahr, die ihn sofort anspringt, und dazu muss er natürlich einfach ganz viele Unternehmen erstmal kennenlernen. So hat der damals einfach sich die Moody's-Listen genommen, das war so ein richtig fettes Manual, und hat dort tausende von Seiten einfach durchgelesen und hat dort sich einfach die Unternehmenskennzahlen von unterschiedlichen Firmen eingeprägt. Dumm natürlich nur für Leute wie mich, ja, oder auch andere Leute, die kein fotografisches Gedächtnis haben, die müssen da irgendwie anders vorgehen. Wie habe ich das gemacht oder wie mache ich das jetzt nach und nach immer mehr, ist: Man sucht sich jetzt hier zum Beispiel bei Wikipedia Liste der börsennotierten deutschen Unternehmen. Ja, hier sind wirklich alle deutschen
Aktienkonzerne aufgelistet. Ja, du kannst natürlich auch in Amerika anfangen. Du kannst dort anfangen, wo du willst. Und du kannst im Prinzip jetzt jeden Tag dir 2, 3 Unternehmen einfach raussuchen. Überleg mal, wenn du dir einfach jeden Tag 2, 3 Unternehmen raussuchst, hast du in einem Jahr 1000 Unternehmen dir angeeignet. Natürlich hast du jetzt nicht von allen die Geschäftsberichte gelesen und so weiter, aber du hast zumindest schon mal die Kenntnis davon, dass es 1000 Unternehmen gibt, in die du potenziell investieren könntest. So, und im nächsten Schritt muss man dann halt natürlich versuchen, das, was man über diese Firmen liest, auch so ein bisschen im Kopf zu behalten. Ich persönlich, ich mache das durch das, was ich am besten kann, durch YouTube-Videos. Das heißt, ich gucke mir die Unternehmen an und gucke mir einfach deren Image-Videos und so weiter an. Das heißt, ihr könnt dann hier solche Filme gucken, wie zum Beispiel von KUKA. Ja, das ist ja der auch ein MDAX-Konzern, der Roboter herstellt und ist hier ganz weit vorne, auch was den YouTube-Kanal angeht. Mit fast 30.000 Abonnenten haben die eigentlich einer der größten YouTube-Channels überhaupt. Und hier kann man sich jetzt ganz viele Videos angucken, wie zum Beispiel die einzelnen Roboter funktionieren, was die alles herstellen und so weiter. So, wozu dient das? Das dient einfach nur für mich dazu, um den Namen KUKA in Zukunft immer wieder zu verbinden mit diesen orangenen Robotern und zu verstehen, was dieses Unternehmen macht. Das heißt, ich schaffe hier im Prinzip so eine Art neuronale Netze in meinem Kopf. Ich verknüpfe Dinge, die ich noch nicht kenne, mit Dingen, die ich schon kenne. Und das sorgt einfach dafür, dass ich in Zukunft immer mehr Unternehmen kenne und immer diese Unternehmen auch zuordnen kann zu ihrem jeweiligen Geschäftsmodell. Ja, das heißt, hier muss jeder für sich erstmal rausfinden, wie er es einfach schafft, große Mengen an Informationen aufzunehmen und sie im Kopf auch abspeichern zu können. Und der nächste Schritt ist, dass ihr jetzt, nachdem ihr euch die 5 Unternehmen rausgesucht habt, von denen die CEO-Briefe, also die Briefe an die Aktionäre des Vorstands gut fandet, dass ihr euch die 5 dann rausnimmt und nun die kompletten Geschäftsberichte von diesen 5 Unternehmen mal durchlest. Ja, und das ist, wenn jetzt die Leute, die jetzt an diesem Punkt sind und sagen, da habe ich keine Lust drauf, also ich habe jetzt keine Lust drauf, diese 50 Geschäftsberichte anzulesen, die ersten paar Seiten und jetzt von 5 Unternehmen die Geschäftsberichte zu lesen, die Leute, die darauf keine Lust haben, bitte sofort abschalten und diese Serie am besten gar nicht mehr weitermachen, sondern einfach wieder zu den ETF, zum passiven Investieren und so weiter gehen und dort seid ihr einfach viel besser aufgehoben. Weil wenn ihr sozusagen Einzelaktien bewerten wollt und das Ganze lernen wollt, diesen Prozess, dann müsst ihr einfach extrem viel anfangen zu lesen. Das heißt, nicht irgendwie die ganze Zeit nur Netflix suchten oder irgendwelche Online-Spiele gucken. Ihr müsst euch das wirklich dann aneignen, wenn ihr aus der Schule kommt oder aus der Uni oder von der Arbeit, euch hinzusetzen und täglich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Das heißt, ihr setzt euch dann hin und lest ihr halt den Geschäftsbericht von Zalando durch. Das Coole ist, diese Geschäftsberichte werden eigentlich immer interaktiver. Das heißt, bei Zalando beispielsweise könnt ihr sofort anfangen, hier erstmal euch 3 Videos reinzuziehen von dem Vorstand. Hier Ruben Ritter, David Schneider, Robert Genz. Alle haben sich hier einen kleinen Film erstmal gemacht zum letzten Geschäftsjahr. Das finde ich schon mal sehr ansprechend. Und das Ganze hat also neben dem Lerneffekt auch einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, das heißt, die 5 Unternehmen, die ihr euch rausgesucht habt, jetzt die kompletten Geschäftsberichte durchlesen. Und dann macht ihr euch mal so ein paar Gedanken dazu, welche Unternehmen hier für euch in Frage kämen, einfach nur vom Geschäftsmodell euch noch mehr damit zu beschäftigen. Ich habe mir hier zum Beispiel mal, und deswegen auch das Intro vorhin, bei Fielmann rausgesucht, dass Fielmann tatsächlich ein richtig geiler Konzern ist. Wir haben hier wirklich ein Unternehmen mit einem unglaublich krassen Wettbewerbsvorteil. Wenn ihr euch das, was Warren Buffett immer als Geschäftsburggraben um das Unternehmen herum auch bezeichnet. Wir haben hier ein Unternehmen, was im Prinzip 20% des Umsatzes überhaupt macht, ja, wenn es um Brillen geht, aber mit einem Bruchteil nur der gesamten Geschäftsfläche. Das heißt, eine Filiale von Fielmann macht im Durchschnitt 5 bis 10 Mal so viel Umsatz wie eine Filiale von irgendeinem einfachen lokalen Konkurrenten. Economies of Scale bedeutet also, dass einfach Fielmann aufgrund der Marktmacht einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil hat vor allen anderen Konkurrenten. Sie können die Brillen, die sie haben, einfach viel günstiger anbieten, haben trotzdem einen hervorragenden Service und einen super Vorteil vor vielen anderen Optikern in Deutschland. Allerdings
ist auch ein Großteil von diesem Fonds, der bereits im Preis eingepreist aktuell. Das heißt, die haben, wenn ich jetzt nochmal kurz zurückgehe, ein aktuelles KGV von immerhin 29,5. Das heißt, ihr seht, ein Großteil dieser Marktmacht ist bereits im Preis enthalten. Und was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat bei Fehmarn, wo ich sofort ein bisschen skeptisch gewesen bin: erstens, sie haben natürlich ihren Geschäftsbericht von letzten Jahr noch nicht mal online, was ich schon so ein bisschen komisch finde, nachdem sozusagen das erste Quartal schon vorbei ist. Gut, seien wir mal nicht zu streng, aber was ich ein bisschen blöd fand, ist, dass so ihre Aussage zum Thema Onlinehandel und so, weil genauso wie Bodo habe ich diese Brille hier beispielsweise mittlerweile bei Mr. Spex gekauft. Ja, das ist also einer der aktuellen Konkurrenten von Fehmarn, die im Internet ihre Brillen hauptsächlich verkaufen. Und genau wie ja viele andere Industrien und andere auch vor allem im Einzelhandel immer mehr Geschäfte bedroht sind durch Online-Plattformen, denke ich auch, dass hier in Zukunft der Online-Versandhandel immer mehr Bedeutung bekommen wird bei Brillen. Sie sagen aber selber, naja, also online, da kann man ja die Sehstärke nicht einschätzen und da kann man ja das und das nicht berechnen, man kann die Krümmung der Hornhaut und weiß was ich alles nicht genau analysieren. Stimmt, aber ich kann auch als Nutzer einfach zum Optiker gehen, kann dort meistens kostenlos meine ganzen Werte bestimmen lassen, dann kaufe ich halt einmal eine Brille dort. Wenn ich aber dann meine ganzen Werte habe, dann bekomme ich meistens so ein Brillenpost, da steht alles drin, meiner ist da irgendwo hinten drin und dann habe ich meine ganzen Daten. Dann gehe ich dahin zu Mr. Spex, ja, gebe die Daten dort ein und kann mir dort online ganz in Ruhe, ganz geschmeidig meine ganzen Brillen aussuchen. Das heißt, ich denke schon, bei mir, wenn ich mein eigenes Brillenverhalten beobachte, ich trage seit Jahrzehnten im Prinzip Brillen, zwischendurch immer mal wieder Kontaktlinsen, die übrigens Fehmarn auch verkauft. Aber worum geht es mir eigentlich? Es geht mir darum, dass sich mein Konsumverhalten, was Brillen angeht, extrem verändert hat. Genauso wie viele andere Dinge, ob es Bücher sind oder Elektronik, hier für mein ganzes Equipment mittlerweile online kaufe, kaufe ich eben auch Brillen jetzt online, wenn ich die Daten einmal habe. Jetzt ist aber die spannende Frage: als Investor muss ich natürlich nicht nur von mir ausgehen, sondern von den meisten Kunden von einem Konzern. Das heißt, was ich jetzt tatsächlich machen könnte, ist einfach rumzugehen und alle Freunde, die ich habe, ja bei Facebook oder auch Live-Freunde, ja einfach zu fragen, wo sie ihre Brillen kaufen. Das heißt, du fragst einfach 10, 20, 30 Freunde oder Bekannte in deinem Umkreis, wo kaufst du deine Brillen und warum kaufst du sie dort? Und dann wirst du so ein Gefühl dafür bekommen, wo die Reise hingeht. Ich bin jedenfalls aktuell bei Fehmarn nicht eingestiegen. Erstens, weil sie, wie gesagt, gerade ziemlich hoch bewertet sind. Und zweitens, weil, so wie es aus dem Geschäftsbericht von letzten Jahr, von 2014 klang, sie nicht so die Anstalt gemacht haben, dass sie sehr viel im Bereich online machen wollen. Sie probieren zwar aktuell immer wieder so ein paar Sachen online aus, aber meiner Meinung nach nicht aggressiv genug. Ja? Und einfach nur zu sagen, ja gut, also das klang für mich so ein bisschen wie eine Ausrede. Warten wir mal ab, was sie 2015 sagen, also von letzten Jahr, ob sich das ein bisschen geändert hat. Aber ich zum Beispiel, ich kann auch nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt YouTube-Videos und ist mir egal, ob alle anderen Konkurrenten Podcasts machen. Ja, Podcasts, da kann man ja den Leute ja gar nicht sehen auf Video und so. Ja, ich muss das machen, was der Markt will. Ja, und wenn Leute Podcasts hören will, dann muss ich einfach einen Podcast mit dazu nehmen. Und dann muss ich einfach überlegen, dass einfach in Flugzeugen beispielsweise, hat mir einer auf der Invest als Feedback gegeben, er hat gesagt, in Flugzeugen gucke ich nie YouTube-Videos, wie auch. Die wenigsten laden sich die YouTube-Videos vorher aufs Handy runter, ja, weil es einfach viel Speicherkapazität braucht und gucken sich dann YouTube-Videos an. Die meisten YouTube-Videos im Gegensatz zu dem hier, die von mir meistens länger sind, die sind sehr kurz, es lohnt sich gar nicht jedes Mal irgendwie ganz viele runterzuladen und dann ins Flugzeug zu gehen. Aber wenn man im Flugzeug drin ist, was kann man perfekt machen? Sich den letzten Gary Vaynerchuk Podcast oder Tim Ferriss Podcast runterziehen, dann hat man 3 Stunden Podcast, kann sich die in Ruhe mit Dings hier Kopfhörer im Flugzeug anhören und geil ist. Das heißt, man muss immer, ich denke immer, wenn ich investieren will, auch im Sinne von eigenen unternehmerischen Tätigkeiten, ist hier ein Unternehmen, welches tatsächlich nicht irgendwelche Ausreden sucht, sondern welches ganz klar versucht, aggressiv die Dominanz auszubauen. Und wenn ich nicht auf den ersten Eindruck schon dieses Bild davon habe, dann werde ich meistens gleich zum nächsten Unternehmen gehen und mir nur die Besten raussuchen. So viel erstmal dazu. Lest ihr auf jeden Fall jetzt die 5 Geschäftsberichte mal komplett durch. Und im nächsten Video werden wir dann so ein bisschen mehr aus diesem Geschäftsmodellbereich
schon mal übergehen zum Thema Prognose und Berechnungen. Hier geht es dann zum Beispiel darum, Eigenkapitalrendite, Umsatzrendite, die Umsatzprognosen und all diese ganzen Dinge. Das heißt, dann werden wir so ein bisschen mal aus der Theorie rausgehen und so ein bisschen Taschenrechner anfangen in die Hand zu nehmen, anfangen eigene Berechnungen zu machen und so weiter und so fort. Dazu dann aber im nächsten Video mehr. Wenn du jetzt Fragen hast, hau sie hier unten in die Kommentare. Und wenn du ein aktuelles Geschäftsmodell mal bewerten willst oder einfach mal deine Meinung zu deinem Unternehmen, die du dir rausgesucht hast, posten willst, hau sie hier unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und du kannst dir das letzte Video auf jeden Fall nochmal hier unten rechts angucken, wenn du willst. Dann verlinke ich es dir nochmal. Möge die Rationalität mit dir sein. Ciao. Mein Name ist Kolja Barkon und dies ist ein weiteres Video. Ich habe vergessen, den Stift zu werfen, fällt mir gerade ein. Jetzt ist er hier irgendwo oben. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist, was war denn das heute? Kolja Barkon und